Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Rec Tycoon Center. Leider musste ich aus technischen Gründen nochmal neu anfangen. Irgendwie konnte ich meinen gespeicherten Spielstand nicht laden. Beziehungsweise er wurde gar nicht erst angezeigt. Im Grunde habe ich aber das Center genauso aufgebaut wie in der ersten Folge. Ich habe jetzt jedoch ein paar neue Mitglieder. Das Geld wird wahrscheinlich ein bisschen anders jetzt sein und vielleicht auch die Bewertungen. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich denke, das wird ein kleineres Übel sein, ne? Gut. Machen wir mal mehr oder weniger da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir hatten ja Cardio freigeschaltet. Also bauen wir jetzt einen Cardio-Raum. Den würde ich gerne hier hinsetzen. Mal gucken, es soll ja relativ gleich immer sein. Der ist 9x15. Dann sehen wir mal, dass wir den auch 9x15 hinkriegen. Obwohl, es wird wahrscheinlich ein bisschen zu groß sein. Machen wir 9x12. Das müsste eigentlich erreichen. Hoffe ich. Dann wieder eine schöne Doppeltür. Und natürlich wieder unseren dunklen Boden. Und wir beschleunigen das Ganze nochmal. Den Raum hätte ich eigentlich auch ein bisschen kleiner machen können. Aber... ja gut. Vielleicht kommen da noch ein paar mehr Geräte später rein, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Fürs Erste sollte es aber genügen. So, die ersten 5 haben wir schon eingesetzt. Sieht man ja auch hier unten die Zahlen. Jetzt kommen unsere Cardio-Geräte rein. Also mal machen wir 1. Auch wieder 5 am besten davon. Ach, die können wir nicht drehen. Und die können wir auch nicht drehen. Und wir sind pleite. Schade. Dann kommt die als nächstes. Was ich immer noch nicht verstehe, ist jedoch, warum der Manager in dieses Badezimmer reingeht und auch hier, obwohl ich gesagt habe, dass es eben halt nicht für Manager gedacht ist, sondern das hier. Das ist für mich noch ein bisschen merkwürdig. Okay, die brauchen Strom. Ich mach mal wieder langsamer. Kümmerli ist 500 times. Dann können wir ja eine Tretmühle. Was kosten die denn? Ach, 700. Ja gut.
Aber wir können schon mal. Ach, komm. So rum. Ein Row Machine hinbauen. Ich glaube, so eine Rudermaschine oder so. Und was wir auch noch hinbauen können, ist so einen schönen Yoga-Ball. Dann machen wir drei. Und erstmal eine Yogamatte, weil wir dann halt wieder Platz sind. Nicht zu vergessen natürlich was zu trinken. Selbst das können wir uns nicht leisten. Kostet 100, okay. Aber es läuft. Mehr oder weniger. Zumindest sind wir jetzt wieder im Plus. Was schon mal sehr gut ist. Und am liebsten würde ich eigentlich die Öffnungszeiten verlängern, aber dann bräuchten wir noch jemanden an der Rezeption, dass wir ein Schichtsystem einführen. Und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt schon noch neues Personal leisten kann. Ich bin sogar ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich den Bilder hier feuere. Momentan kostet er uns ja einfach nur Geld, was wir nicht haben. Wir können ja einen neuen sonst zur Not einstellen wieder. Und ja. So, die Nacht spulen wir mal vor. So, ich mach's mal wieder ein bisschen langsamer. Dann sehen wir, wie die sich abrackern, während wir entspannt vor dem PC sitzen. Ich finde das ein bisschen mit den kleinen Händchen hier hinten. Es ist auf jeden Fall sehr süß gemacht. Vom Artstil her. Und doch, das gefällt mir auf jeden Fall. Auch schön, dass man die Klospülung immer hört. Ich finde es nur schade, dass man keine Waschbecken aufstellen kann. Complete a research project, aber ich kann mir keins leisten. Was kommt?
Ich glaube, wir machen als erstes Entertainment. Mit Pool Table, Arcade Machine und einer Couch. Das klingt doch sehr gemütlich. Das könnte man ja rein theoretisch gesehen hier rechts hin machen. Was man links so die Sport Area hat und rechts so Wellness-mäßig. Theoretisch gesehen. Müssen wir mal gucken, was wir noch alles freischalten können. Es kann sogar sein, dass ich zu klein gebaut habe. Was ich auch cool finde, ist, wenn man mehrere Etagen sogar bauen könnte. Also wenn man jetzt unten, theoretisch gesehen, nur Wellness hat und eine Etage mit Cardio und Bodybuilding hat und sowas. Das wäre schon geil. Aber hier kommt ja auf jeden Fall noch eine Menge. Hockeyring. Okay. Also auf jeden Fall brauchen wir Platz und sehr viel Geld. Ja, der Platz. Also wenn wir nicht vergrößern können, dann könnte es schon echt eng werden. Wir machen ja gar nichts. Wir stehen ja einfach nur da. Und er strampelt sich hier ab. Nutzen die eigentlich die Duschen? Wahrscheinlich nicht, oder? Schauen wir mal. Nö, die gehen alle so raus. Naja. Ist genauso, dass eben halt auch noch Männer durch die Frauenumkleidekabine gehen, obwohl ich ja definitiv gesagt habe, so, hey, viel mehr Customers only. Aber es ist ja eben halt noch Early Access. Von daher sehen wir dem Ganzen mal nach. Und da wieder Nacht, das beschleunigen wir mal. Ich habe jetzt einfach mal rausgefunden mit dem Kredit. Bankloans. Also wir werden es nicht machen, weil sobald man nämlich einen Kredit hat, geht es oder so alles schief, zumindest bei mir immer. Dann bin ich eine Zeit lang zwar aus dem Minus raus, aber bin ruckzuck wieder drin und komme dann nie wieder raus, bis ich bankrott gehe. Ah, okay, advertising is coming soon, okay. So, und das sind halt anscheinend die Preise, die wir verlangen. Okay, also erhöhen können wir es auch noch nicht. Aber es kommt ja noch alles. Wir haben definitiv zu klein gebaut.
Ja gut, aber wir können ja hier unten noch ein bisschen erweitern. Beim Bodybuilding kommt da nachher eh nichts mehr. Bis auf drei. Was kriegen wir denn da? Okay. Ja gut, hier können wir ja noch jeweils was hinmachen und wie gesagt, zur Not erweitern wir das einfach ein bisschen. Aber jetzt kommt erstmal Entertainment. So, wie genau? Mach da Research, damit es halt ein bisschen schneller auch geht. Weil dann können wir nämlich so wunderschöne Sachen bauen, wenn wir wieder Geld haben. Das ist, glaube ich, gerade unser größtes Problem. Wieder einmal. Wieder neue Punkte. Drei Stück sogar. Genau, Agilität hatten wir ja auf jeden Fall. Das nehmen wir. Reduces employee wages. Sehr gut. Je weniger Ausgaben wir haben, desto besser. Einmal anders hinsetzen. Und unser Research ist fertig. Dann können wir mal gucken. Die Couch ist zwei lang. Ach, hier haben wir das, okay. Und der Pool Table ist. Sind das 3 mal 2? 3? 3 mal 3. Gut. Also gedacht ist es ja im Endeffekt hier. Wir können es so nicht leisten. Dann warten wir. Earn a 5-Star-Review. Ich weiß nicht mal, wie man vernünftige Reviews bekommt. I didn't really enjoy it here. Okay. That doesn't sound good. Ne kleine? Kommt die Katze wieder an. Was? Komm her. Und da geht's dir wieder. Das war ein kurzer Besuch. Also was wir machen können, ich meine, es dauert ja eh noch, bis wir was bauen können. Dass wir erstmal Construction 1 freischalten und dann vielleicht Financial Advisor, damit wir die Preise erhöhen können. Aber ich glaube, das war es erstmal für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt,
Dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Tschüss!